Freitag, Bruder! So, jetzt haben wir unsere 7 Sachen gepackt. Jetzt gehen wir ein letztes Mal Fischbrötchen essen. Das kriegt man hier direkt vom Hafen. Das war von hier. Ja? Ich muss schiffen. So. Wir sind jetzt ein bisschen was bei 200 Kilometer gefahren. Und haben noch 300 vor uns. Genau. Ja. Bisher läuft alles klappt. Ach ja, übrigens wir sind auf dem Rückweg. Gestern haben wir noch Störtebäck aufgenommen. Noch ein bisschen was von der Fahrt zum Campingplatz. Aber dadurch, dass es auch richtig spät geworden ist, haben wir dann leider geraucht und sind dann quasi pennen gegangen, weil wir eigentlich früher aufstehen wollten. Genau. So, also ich habe zuletzt auf die Uhr geguckt, da war es 2.40 Uhr. So. Ich sag mal so, dass wir den abbauen, das war sehr windig dort. Und da hatten wir jetzt keine Lust, nochmal die Kamera anzumachen. Ich glaube, ihr hättet uns eh nicht verstanden. Ja. Genau. Ja, jetzt sind wir halt auf dem Rückweg. Relativ gut und schnell, zügig, sag ich mal. Mal gucken, vielleicht. Wann sind wir losgefahren? Vor 5 Stunden, glaube ich. Warte, ich komme mal kurz. Vor ungefähr 5 Stunden sind wir los. Gerade auf 5 Stunden. Gerade auf 5 Stunden, also 5 Stunden. Mit Pause machen. Ja. Es waren nur 2 Pausen, das ist jetzt die dritte Pause. Ja. Bei der ersten waren wir nochmal schnell tanken. Bei der zweiten haben wir was gegessen. Haben wir schnell was gegessen, das war auch jetzt nicht so lange. Und jetzt halt wollen wir mal ein bisschen länger Pause machen. Genau, dass die Karten mal ein bisschen abkühlen können. Wegen der Dauerbelastung. Genau. Energy geben wir uns jetzt. Das hat uns auf der Hinfahrt auch echt gut geholfen. Ja. Ich denke, entweder melden wir uns, wenn wir zu Hause sind, oder wenn wir nochmal eine Pause machen. Ja. Da werden wir uns ja nochmal melden. Ja gut, vielleicht halten wir ja nochmal wo an. Genau, vielleicht halten wir nochmal bei bestimmten Leuten an. Wenn sie da sind. Es kommt jetzt darauf an, wie wir durchkommen, wie die Feierabend haben. Und wie wir noch Lust, also wie die Stimmung dann ist. Ja, genau. Weil ich muss jetzt schon sagen, also die Woche hat zwar wirklich mega Spaß gemacht, aber man merkt wirklich so körperlich schlaucht es ein bisschen. Genau. Das war viel Action halt. Ich meine, ja, habt ihr ja gesehen teilweise, was wir da an Action gemacht haben, dann es ist wirklich langwierig dort, also wenn du da irgendwo hin wolltest, bist du extrem weit gefahren. Ja. Deswegen, der Zylinder war echt schnell eingefahren. Ja. Und am Ende, mal gucken, wenn wir dann zu Hause sind, wie viele Kilometer wir wirklich gemacht haben. Das ist wirklich sehr viel, bis jetzt schon. Und das halt. Wir sind jetzt also ganz grob überschlagen, nur sind wir schon über die Zeit. Man merkt halt. Ja. Aber. Es macht Spaß. Mal gucken, was das nächste Ziel ist. Ja, Quatsch, ich brauche schon drüber. Man merkt, aber wir haben Bock. Na gut, wir werden jetzt erstmal das Zeug noch auslaufen, noch in Rohren und dann geht's weiter. Bis dann. Aber also, ich noch mal
I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain. Assess and I change. Possessed by the thought. Ey, hier vorne die Polizei. Die seht ihr ja noch, gell? Also, pass auf. Ich erzähl euch das mal kurz. Wir sind gerade nebeneinander gefahren. Und auf jeden Fall war die auf einmal blau. Die stehen uns an und erzählen uns. Wir haben jetzt gerade nicht mitgekriegt. Weil wir gerade so gequatscht haben und geguckt haben, wie wir da sitzen. Weil wir waren schon noch später. Auf jeden Fall wollten die uns erzählen, dass wir nicht nebeneinander fahren dürfen. Deswegen haben die das Blaulicht angemacht. Da haben wir kurz abgebremst, was jetzt ist. Wir dachten wegen dem Nummernschild, bei Max was fehlt. Es ging echt nur wegen dem Nebeneinanderfahren. Auf jeden Fall dampfen die ja wieder ab, was ihr seht. Und die haben auch nicht wegen Nummernschild irgendwas gesagt. Absolut krass, oder? Ja, das erste Mal, dass ich höre, dass wir nicht nebeneinanderfahren dürfen. Polizisten haben vorbeigefahren, hinter uns gefahren, in der Zwischenzeit. Und es hat keiner, noch keiner gesagt, dass wir nicht den Planer fahren. Wenn die jetzt im Biker-Club fahren oder vier Mann, drei Mann, die fahren auch nicht den Planer. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Da muss ich mal gucken danach. Also nach dem Tag darfst du schon mal suchen. Ob der uns jetzt einfach nur verarschen wollte oder weil sie genervt hat, wenn wir den Planer gefahren sind. Keine Ahnung. Na egal. Das war jetzt schade. Ich wollte eben gerade die Kamera anmachen, weil ich euch mal Max zeigen wollte, wie der fährt, wie der sitzt nach der langen Zeit. Wir müssen jetzt immer noch 200 Kilometer circa fahren. Wir sind gleich in Magdeburg. Da wollen wir was essen und wollen wir jemanden schreiben. Vielleicht haben die Zeit. Wenn ja, dann kriegt man es natürlich frei. Da holen wir die Kamera noch mal raus. Sonst fahren wir dann nach Essen weiter. Aber das Nebeneinanderfahren ist verboten. Seit wann das? Also, hab ich noch nie gehört. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Lernt uns mal deswegen auf. Oder gerne auch per Link per Instagram. Weil das hab ich noch nie gehört. Weil, ihr habt ja nun jetzt auch mal, letzte Zeit hat man was. Wir hätten eine feuchte Kennzeichenbeleuchtung. Da wollten wir uns in Jena völlig anpacken. Wir haben es rausgesucht, wir haben einen Zettel, wenn es jemand von euch braucht oder genau in dieser selben Lage ist, dann könnt ihr euch das zuschicken. Oder wie lautet der? HK27, Absatz 4, letzter Satz, da steht alles drin, dass ihr keine Kennzeichenbeleuchtung braucht. Hey, wenn wir gehört haben, dass der Beamte in Jena, das natürlich mit mehreren Kollegen, also noch mehreren Zweiradleuten gemacht hat von uns. Und wer beschäftigt sich oder findet sich, also wer guckt danach, ob das wirklich so ist? Jo, also wir hoffen natürlich, gehen der Menge scheinbar nicht. Deswegen interessiert mich das jetzt, ob man nebeneinander nicht fahren darf. Also das habe ich noch nie gehört. Fahrer machen, alle machen. Naja, egal. Auf jeden Fall hat er uns eine gute Weiterfahrt gewünscht. War schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich habe das noch nie gehört. Max auch nicht. Also, naja, wir müssen jetzt noch ein Stück. Und dann mal gucken, wo wir jetzt nochmal zurück. Bis gleich. One day from society's restraints, money, clout, fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic. Logic, you can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat a big mistake. Woo! This is Indiana!
Happy, dass wir es geschafft haben. Woo! Ah!